Hallo, ich lese Medikamente im Test Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im letzten Kapitel, dem roten Kapitel, das heißt Medikamente bewertet. Im Abschnitt Medikamente von A bis Z werden rezeptpflichtige Mittel dem Namen nach aufgeführt und hinterher geht es in Wirkstoffgruppen weiter. Als letztes habe ich Satane vorgelesen, dann ging es um Satan und Diuretikum. Jetzt geht es um Satan, Diuretikum und Calciumantagonist. In diesen Präparaten sind drei blutdrucksenkende Stoffe miteinander kombiniert. Olmesatan oder Valsartan aus der Gruppe der Sartane, das Diuretikum Hydrochlorothiazid sowie der Calciumantagonist Amlodipin. Valsartan, Hydrochlorothiazid und Amlodipin, geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit den Einzelsubstanzen allein bzw. deren Zweierkombinationen nicht ausreichend gesenkt werden kann und ACE-Hemmer als Kombinationspartner zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden. Olmesatan, Hydrochlorothiazid und Amlodipin. Mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit den Einzelsubstanzen allein bzw. deren Zweierkombinationen nicht ausreichend gesenkt werden kann und ACE-Hemmer als Kombinationspartner zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden. Olmesatan wirkt nicht besser als andere Satane, es gibt aber Hinweise auf eine schlechtere Verträglichkeit. In den Präparaten verstärken sich die drei kombinierten Substanzen gegenseitig in ihrer Wirkung. Die therapeutische Wirksamkeit sowohl der Einzelsubstanzen als auch der Kombination ist ausreichend nachgewiesen. Die Medikamente Exforge, HCT oder Dafiro HCT sind empfehlenswert, weil der Blutdruck mit den Einzelsubstanzen nicht ausreichend gesenkt werden kann oder chronischer Reizhusten durch einen ACE-Hemmer ausgelöst wurde. Das Produkt Servica HCT oder Vocado HCT sind wiederum nur mit die Produkte Servica HCT oder Vocado HCT sind wiederum nur mit Einschränkungen empfehlenswert, weil Olmesatan nicht besser wirkt als andere Satane, es aber Hinweise darauf gibt, dass der Wirkstoff schlechter vertragen wird. Wichtig zu wissen, wenn Ihre Nieren und Ihre Leber nur eingeschränkt funktionieren, steigen die Plasmaspiegel von Amlodipin und Olmesatan an. Damit wächst die Gefahr, dass der Blutdruck zu stark absinkt und verstärkt unerwünschte Wirkungen auftreten. Servica HCT, Vocado HCT sollten zu Beginn in der niedrigstmöglichen Dosis angewendet und nur langsam und vorsichtig gesteigert werden, damit der Blutdruck nicht zu stark gesenkt wird. Hydrochlorothiazid erhöht die Satane, Olmesatan und Valsartan. Hydrochlorothiazid erhöht die Satane, Olmesatan und Valsartan verringern die Kaliumspiegel im Blut. Ich kenne nur einen Kaliumspiegel, es ist ein Element, da gibt es nicht mehrere. Von. Das Buch ist schlecht. Sowas tut weh.
Dennoch sollte der Arzt Kaliumwerte, es gibt gleich mehrere, regelmäßig überwachen, vor allem wenn Sie gleichzeitig andere Medikamente einnehmen. Zu diesen Medikamenten gehören Kaliumsalze sowie kaliumsparende Diuretika wie Triamteren und Spironolacton bei hohem Blutdruck, ebenso wie Digitoxin und Digoxin bei Herzschwäche. Zum Thema Kaliumspiegel würde ich immer den Film Arsen und Spitzenhäubchen empfehlen. Wenn Sie eine Schwangerschaft planen, sollten Sie nicht mit diesen Präparaten behandelt werden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen sind die Medikamente nicht gedacht. Weitere wichtige Hinweise zur Anwendung, zu unerwünschten Wirkungen, zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei älteren Menschen finden Sie unter Calcium-Antagonisten und Sartane und unter Thiazide und thiazidartige Diuretika. Siehe Seite 129, 132 und 140. So, es geht weiter mit Sartan und Calcium-Antagonist. Tschüss.